So, es gibt wichtige Updates der Helm-Mods für Skyrim. Ich bin hier gerade auf meiner Website. Hier unter Computerspiele sind diverse Helme von Skyrim abgedatet. Hier 25.12. 25.12. 25.12. Die habe ich jetzt auch schon auf dem Computer. Jetzt werde ich hier nochmal den Ingenieurshelm aus Dead Space gerade mal aktualisieren. Ich bin jetzt mit dem Laptop unterwegs, weil ich gleich noch in Skyrim reingehen will. So, hier hat er es runtergeladen und man muss das gar nicht so speichern, die ZIP-Datei. Ne? Hier die Helme. Und was neu ist, Helme passen für beide Geschlechter und alle Rassen. Ja, da gab es vorher Probleme, wenn man das mal probiert hatte, guckte dann das Gesicht raus bei den Arkaniern, bei diesen Echsenmenschen aus dem Helm, und das ging natürlich gar nicht. Das ging, ja, und die Helme können auch gecraftet werden, das heißt hergestellt werden bei der Schmiede oder auch verbessert werden. Ja, das gucken wir uns erstmal an gleich. So, wir müssen dazu, um das Update zu machen, in den Spieleordner Skyrim habe ich hier unter Steam Apps Common Skyrim. So, und hier ist Data. Und wir schieben jetzt einfach den Data-Ordner hier rein in den Skyrim, nach Skyrim. So, und dann fragt er, ob er das da integrieren will. Ja. Na, dann werden die Dateien, die jetzt im Data-Ordner drin sind, vom Update, vom Mod, in den vorhandenen Data-Ordner reinkopiert. So, und da sind schon welche vorhanden. Es ist ja jetzt auch ein Update. Und dann einfach hier oben kopieren und ersetzen und eben Vorgang für alle Elemente und für alle Konflikte durchführen. So, zack. Jetzt speichert er das rein. Hier kann man sich das nochmal angucken. Hier DS Helm ESP 27.12.21.31 Uhr. Ne? Das ist jetzt aktuell. Hier auch unter Texturen, Textures, auch 21.31 Uhr. Alle Dateien hat er jetzt natürlich nochmal überschrieben, auch die vorhandenen, aber das macht ja nichts. 3 Megabyte ist das ja nur groß insgesamt, das ist dann egal. Und hier auch die Modelle. 21.31 Uhr, 27.12. Und ach so, hier ist noch eine alte Datei. Die brauchen wir gar nicht. Die werde ich mal entfernen. So, da bin ich im Spiel. Ja, ich nehme mit dem Laptop auf, weil Skyrim und Fallout 3 kann ich nicht mehr auf dem Computer Ich habe aufnehmen. hier einige gute Das Stücke, macht wenn ihr meine neue interessiert. Grafikkarte irgendwie Drinnen nicht gibt es noch mit. mehr. Mit Fraps. So, Meine ich möchte Mutter war hier eine mal starke schmieden. Frau. Sie ist diejenige, die mir Kann ich meine da mal ran? Schwertkampftechniken beigebracht hat. Könnt ihr euch das vorstellen? Lass mich mal ran. So. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weißlauf bin. Diese Ehre Dankeschön. gebührt Eolus So, hier Baumeister. unter Kein Schmied ist Stahl legendär. Ich findet bin man nur die eine Helme. faire Chance. Helm der Patrouille, Helm der Patrouille von Severed, Helm der Sicherheit, Helm der Unitology, Helm des Earthgarth. So, das stellen wir mal her. Dankeschön. Und hier unten noch der Totraumhelm. Den habe ich auch noch verändert. Unten hat er jetzt so eine Blende. Gut, den stelle ich auch her. Na? So, ist das so langweilig? Und jetzt können wir die ganzen Helme nämlich noch Kennt ihr meinen verbessern. Vater? Er Hier an ist der der Vogt Werkbank. oben in der Drachenfeste. So, ne? Hier Helm der Unitology, Rüstungswert 22. Und nun verbessern wir den auf 26. Machen wir. Kostet einen Stahlbarren, ja. Und auch der Totraumhelm wird auch verbessert. Ja, super. Ja, jetzt können wir den auch aufsetzen.
frisch geschmiedet den eigenen Dead Space Helm. Ist das nicht toll? So ist er. Helm der Unitology, hochwertig. Ganz frisch. So, da ist er, setze ich mal auf. Und meiner neuen Begleiterin, hier Mjoll, dir gebe ich mal den anderen Helm. Kein Problem. Ich kann einiges an Ausrüstung tragen. Ja. Und zwar bekommst du von mir den Old School Dead Space Helm. Jetzt kommen ja bald Dead Space 3 raus. Die Helme, die werde ich auch. Da freue ich mich schon drauf. So. Nee, den will ich nicht ausrüsten, den will ich dir geben. Muss ich R drücken. So, da hast du ihn. Ich will meinen ausrüsten. So. Gut. Fertig. Alles klar. Gehen wir. Ja, und ich will jetzt eben noch zeigen, dass es für die anderen Rassen auch funktioniert. Dazu gehe ich mal ins Haus, weil ich mich entkleiden möchte. Das stimmt. Ich bin jetzt mittlerweile verheiratet hier. Und ja, Lydia, die hat Pause. Die sitzt hier. Die werde ich auch irgendwann mal wieder aktivieren, aber gut. So, also, das will ich jetzt mal zeigen. Dass das für die anderen Rassen auch funktioniert. So, dazu ziehe ich mal die Rüstung aus. Und auch das Schwert lege ich mal ab. So. Ne? So, ich bin so mittlere Gewichtsklasse. Und jetzt werde ich mal das Gewicht ein bisschen verändern. Dazu müssen wir hier in die Konsole. Und dann Show Race Menu. So, jetzt kann man den Charakter neu konfigurieren. Und wir gehen hier auf Körper. So. Ne, da sieht man, dass der Hals jetzt in der Dicke mitmacht und eben auch hier dieses Kleidungsstück. Das habe ich jetzt eben zu dem Helm dazu gepackt. Das hat jetzt eben den Vorteil, dass der Hals verdeckt ist, dass ich den ganzen Kopf nicht mehr im Helm auch noch mit drin haben muss. Also der Kopf ist jetzt sozusagen weg und das Ding im Helm ist hohl. Vorher war ja der Hals zu sehen. Man konnte aber nicht nur den Hals sichtbar machen. Das ging nicht. Dann musste man den ganzen Kopf auch noch mit im Helm drin haben. Und den sieht man ja sowieso nicht. Und ich glaube, das kostet auch Ressourcen. Naja. Und jetzt habe ich das jedenfalls so gemacht. Auch in Vorbereitung auf den Anzug. Ich wollte ja noch den Anzug machen. Und beim Anzug ist ja auch der Hals verdeckt. So. Und es hat eben den Vorteil, dass der Kopf nicht mehr dargestellt wird, dass man auch die Rasse ändern kann, wo normalerweise der Kopf viel zu groß ist, nämlich hier bei den Argoniern. Der Kopf, der würde eigentlich hier so weit noch rausgucken, ist auch eigentlich ein bisschen unlogisch. Jetzt ist sein Gesicht hier in den ganzen Helm reingepresst, aber tja, so ist es bei den anderen Originalhelmen auch, dass das auch für die Argonier passt. Genau, und ich kann eben auch noch das Geschlecht ändern. Also Gewicht hier auch, ne? Und das Geschlecht, jetzt machen wir mal. Jetzt haben wir eine Argonierin. Ein bisschen dünn. Ja. Oder vollbusig. Ja, so, die nehmen wir mal. Wollen wir dir mal einen Namen geben, würde ich sagen, Emma ist ganz gut. So. Genau. Ich kann das mal kurz zeigen. Wenn ich jetzt den Helm absetze,
wird das sichtbar, dass da eigentlich gar nichts da reinpasst. Guck mal, wie groß der Kopf ist. Na? Hier. Völlig der breite Kopf. Und wenn ich jetzt den Helm da drüber setze, der würde normalerweise gar nicht passen. Also hier. Ne? Wie will der Kopf da reinpassen? Eben. Und das war eben vorher das Problem. Der Kopf war noch mit dargestellt und dann hat er eben rausgeguckt, wenn man den jetzt hier diesen Argonien gegeben hätte. Denn, ne? Dann guckt dann die Schnauze vorne raus. Aber dadurch, dass jetzt eben der Hals auch verdeckt ist, kann der ganze Kopf eben weggenommen werden. Und dadurch passt auch der Helm. Ja. Ich weiß noch, wie ein Taschendieb einmal versuchte, mich auf der Straße zu berauben. Jetzt bin ich hier. Als die Klinge zog, hat der Arme sich in die Rüstung gemacht. Ja, wunderbar. Gut. Ja, vielen Dank dann fürs Zusehen. Ich bin gerade dabei, die Stiefel auch vorzubereiten. Mal sehen, ob ich das jetzt noch schaffe über die Feiertage. Und dann wollte ich die Handschuhe machen. Und hier. Sie macht immer schön sauber. Ehre sei mit euch, mein Tane. Und wenn ich die Handschuhe gemacht habe, tja, dann kommt vielleicht der Helm. Also, bis bald.